Hallo, grüße euch. Wie immer, Paraguay live und wie immer live aus Paraguay. Liebe Grüße und beim super schönen Wetter. Heute ein ganz interessantes Thema. Und zwar, bleibt dran. Sehr viele Anfragen. Vielen, vielen Dank für Interesse. Super. Das heutige Thema ist Haus kaufen oder bauen. Sehr, sehr viele Anfragen. Viele fragen mich, Pitt, du hast doch schon so viele Jahre in Deutschland, auch in der Immobilienbranche gearbeitet. Was würdest du machen? Gut, wie gesagt, wir sind in Paraguay schon gute 15 Jahre und heute sprechen wir über das Thema. Haus kaufen, das heißt, also entweder gebrauchte Immobilie oder lieber Grundstück erwerben und Haus bauen bzw. bauen lassen. Ja? Und zwar meistens durch den Architekten. Okay, also bleibt dran, wenn euch das interessiert, schaut euch das Video auf jeden Fall, es wird interessant. Bis dann, ciao. Also fangen wir, der erste Punkt, der erste Punkt, gebrauchte Immobilie, also Haus mit Grundstück kaufen. So, davon werden wir jetzt sprechen, zeige ich euch, es gibt also eine, ja, die größte paraguayische Seite, wenn es um Online-Anzeigen geht, und zwar Classipar. Da gehen wir gleich rein, zeige euch ein paar Beispiele von den privaten Anzeigen in Paraguay. Das heißt also fertige Häuser auf den Grundstücken, teilweise städtische Grundstücke und es handelt sich um Gebrauchtimmobilie. Punkt Nummer 1. Okay, also kommt mit mir dran. Wir gehen jetzt an den Computer. Okay. So, also wir sind hier auf der Seite Classipar. Da gebe ich euch die Beschreibung drunter, kein Problem. So, und wie funktioniert das? Also ihr seht natürlich alles in spanischer Sprache, logischerweise. Das ist hier auf der linken Seite ist der Anbieter. Hier, wenn man klickt, kann man sich die Telefonnummer, also auch die E-Mail von dem Anbieter geben lassen. Beziehungsweise, wenn man klickt, wird die E-Mail praktisch gezeigt. Das ist der Verkaufspreis in amerikanischen Dollar, also 645.000. Da habt ihr weiter auf der linken Seite mehrere Fotos. Hierbei handelt es sich um, schätze ich mal, etwas älteres Haus. Also hier, sage ich mal, wird ja kaum das Baujahr angezeigt bzw. angegeben. Ja, hier seht ihr ein anderes Foto. So, und da sind weitere Fotos. Drunter gibt es meistens auch mehr oder weniger bessere Beschreibung des Hauses. Da es hier sich um ein Immobilienbüro handelt, ist die Beschreibung etwas ausführlicher. Ja, und drunter könnt ihr sehen, Terreno, also das Grundstück, 12 Meter auf 40, ergibt 480 Quadratmeter. Die konstruierte Fläche sind 460 Quadratmeter und nochmal der Preis angegeben in amerikanischen Dollar, 645.000. Ja, da könnt ihr euch da reingehen und sich sowohl die Fotos als auch andere Häuser gerne mal anschauen, ja. So, hier haben wir noch ein zweites Beispiel, wie gesagt, also auch die gleiche Seite, Classipar. Hier haben wir auch die Beschreibung, hier diesen Anbieter, Preis 510.000 amerikanische Dollar, das gleiche hier mit der E-Mail. Hier haben wir, wann die Anzeige praktisch erschienen ist und da, wie gesagt, auch verschiedene Fotos, ja auch sogar hier mit der Telefonnummer. Und drunter, wie gesagt, die Beschreibung. Also hier können wir lesen, ja, Terreno, seht ihr, 476 Quadratmeter, auch relativ kleines Grundstück. Und die konstruierte Fläche 480. Und wie gesagt, der Preis liegt bei 510.000 amerikanische Dollar. Also so funktioniert das. Deshalb, wie gesagt, jeder muss sich da schon mal ein Bild drüber machen. Aber auf jeden Fall
lohnt sich da reinzuschauen. Okay, also bis dann, jetzt gehen wir zu dem anderen Teil, und zwar zu den Architekten. Bis gleich. Das war eine kurze Präsentation. Jetzt nochmal zum Schluss natürlich der zweite Punkt. Wichtig ist Haus bauen, beziehungsweise besser gesagt Haus bauen lassen, und zwar durch den Architekten. Okay, also bleibt dran auf jeden Fall. Also hier seht ihr ein Neubau, also ein Architektenprojekt. Und was man sieht, die Dachflächen sind auf jeden Fall viel größer. Ja, man sieht, dass es in Deutschland viel anders geplant würde. Aber hier in Paraguay, da man hier viel Sonne hat, bevorzugt man natürlich große, überdachte Flächen. Ob es natürlich wie ein Auto sein muss, ist eine andere Sache. Ja, also ich würde zum Beispiel in diesen Bereichen hier vielleicht noch ein zusätzliches Zimmer machen. So, von den Architekten, wie gesagt, bekommt man noch eine Baubeschreibung. So sieht diese aus. Also alle Sachen sind schön einzeln aufgelistet. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also wie gesagt, meiner Ansicht nach ein Neubau, ja, ist auf jeden Fall sinnvoller als ein Altbau, vor allem in Paraguay. Aber da müsst ihr einfach alleine entscheiden. Das ist euer Geld, eure Entscheidung. Ich würde immer Neubau vorziehen, weil man es im Prinzip so machen kann, sein Haus so gestalten kann mit einem Architekten, logischerweise, wie man es gerne haben möchte. Ja, also in diesem Sinne. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Wie immer, die Entscheidung, eure persönliche Entscheidung, müsst ihr natürlich alleine treffen. Meine Entscheidung, unsere Entscheidung mit meiner Frau haben wir schon vor 15 Jahren getroffen. Und zwar, wir haben das Grundstück gekauft und Haus bauen lassen. Interessiert mich aber eure Entscheidung. Bitte unten in den Kommentaren eure Hinweise. Das Video teilen interessiert mich wirklich. Was würdet ihr machen? Lieber gebrauchte Immobilie, was spricht dafür, was dagegen? Oder Neubau? Ich habe mich entschieden für den Neubau. Also, in diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.